abgesehen von der Tatsache, dass seit dem Tode Sir Hugo Baskervilles 1762 bis heute, wenn man es genau betrachtet, kein Mitglied der Linie, die im Baskerville Hall gelebt hat, eines natürlichen Todes gestorben ist. Unheil erwartet Sie in Baskerville Hall, fordern Sie das Schicksal nicht heraus. Etwas Seltsames geht in Moor vor. Ich spüre es. Also meine Schwester glaubt auch an den Geisterhund der Baskervilles. Nicht wahr? Ja, so ist es. Bei Gott, Watson, Sie haben genau den Hinweis gefunden, der uns, sagen wir mal so, schon die ganze Zeit über angestarrt hat.